Mahlzeit, Freunde des Lichts. So, nicht, dass ihr denkt, ich komme gerade von der Fashion Week. Nein, das ist zwar auch was für die Herbstkollektion, aber mehr für draußen. Das ist unser neuer Klappspaten oder Feldspaten von Nextool, also von der Firma Nextorch. Und Werkzeuge und solche Sachen heißen ja bei uns aber Nextool. Deswegen hier unser neuer Feldspaten. Was eigentlich richtig, Feldspaten oder Klappspaten? Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. So, kommt so daher, kann man natürlich auch am Gürtel festmachen. Der Tragegurt hier, damit man sie als schicke Handtasche verwenden kann, ist natürlich auch mit dabei. So, und aber euch interessiert ja nicht die Tasche, euch interessiert der Spaten an sich. Dann holen wir noch mal raus. Bitte nicht wundern, der sieht ja schon so ein bisschen vergriesknaddelt aus. Das liegt einfach daran, dass wir den schon natürlich ganz ausgiebig erprobt haben. Also haben wir auch schon Essen drauf gemacht und ja, Spiegeleier, Forelle, was haben wir da noch alles drauf gebraten? Bratkartoffeln hatten wir auch schon. So, geht also hervorragend. Die Tasche hier, die ist wirklich wichtig, weil der hat hier eine Säge, der Spaten. Da, guck, ne? Die ist sauscharf, also deswegen die Tasche nicht so weit wegwerfen, die ist also durchaus sinnvoll. Ja, die Schaufel an sich kann man in mehreren Winkeln verstellen, kannst du dann zum Beispiel so als Hacke benutzen, kommen wir gleich nochmal zu. Ja, bauen wir nochmal zusammen, also so, ne, muss das Ganze hier ein bisschen freihändig machen, so, schon mal arretiert, fertig, ne, also da wackelt nichts mehr. Dann, ach, das war das Endstück, dann machen wir hier mal das Mittelstück. Also da sind natürlich ganz viele Sachen auch noch im Klappspaten selber eingebaut oder im Feldspaten, wie auch immer. So, sind da eingebaut. Erfunden wurde der Feldspaten übrigens 1890 von einem dänischen Feldherrn, glaube ich, oder Oberst oder Offizier. Offizier was, ein dänischer Offizier, genau. Hier, das ist auch noch mit dabei, komme ich aber gleich noch zu. Also keine Hektik. So, bauen wir den erstmal zusammen, weil ich finde nämlich das Geilste an diesem Klappspaten ist, er hat eine beachtliche Länge. Und wenn das alles zusammengeschraubt ist, ist das alles, was da drin ist, absolut wasserdicht verpackt. Ne? Also das sind so O-Ringe. So, da ist noch mehr drin. Das seht ihr aber dann hinterher in den Fotos. Ich mache da noch Fotos von. So zusammengelegt, ne? Also zusammengeschraubt, denke ich mal, kann sich die Größe sehen lassen. Also die ist durchaus beachtlich. Das heißt, man kann das schön mit hebeln. Weil dieser Griff hier, der hält eine Belastung, wenn dann ordentlich zusammengeschraubt ist, eine Belastung von 1800 Kilo stand. Das heißt, ich kann den auch mal gut nehmen, um mal was zu hebeln. Ne? Zum Beispiel Türen öffnen oder hier, wenn ich hier im Wald irgendwie was bin, ich muss Baumstämme zur Seite hebeln oder so etwas. Kein Problem, macht er. Ne? Also das heißt, dafür ist er gemacht. Deswegen die 1800 Kilo Maximalbelastung hier. Ja, das mit dem Abknicken habe ich euch ja schon gezeigt. Das heißt, ne, ich drehe den hier so runter. Und dann so, und dann kann ich das wieder neu arretieren. Das heißt, ne, das kann ich dann so schön zum Hacken benutzen. Ne? Das ist also meiner Ansicht nach eine schöne Geschichte, dass das dann auch so wirklich gut arretiert ist. So, ne, und so wieder dicht geschraubt. Das Ganze ist aus Edelstahl, also das hier ist bester Chirurgenstahl. Da werden auch Turbinenschaufeln normalerweise draus hergestellt aus diesem Material. Deswegen haben wir den auch zweckentfremdet, um da mal Forellen, Bratkartoffeln, Spiegelei und sonst was drauf zu braten. Ja. Hat hier zwei Sechskant, ne, für die gängigsten Größen. Dann haben wir hier, natürlich, klar, logisch, einen Flaschenöffner. Ne? Und hier, das ist richtig geil, da, das ist ein Gurtschneider, ne, oder um mal ein Seil zu kappen oder so etwas. Klappt hervorragend, also das ist sauscharf, kann ich euch sagen. Ja, was haben wir noch? Genau, richtig geil, der Kompass. Ne? Hier, Kompass, ne, da. So, der Kompass, der kann aber noch mehr. Da ist ein Feuerstahl mit bei. Und jetzt kommt Flugzeug, jetzt wird es ein bisschen laut, also muss ich gleich auch ein bisschen lauter sprechen. Entschuldigung, war nicht geplant, war spontan. Da ist noch eine Signalpfeife dabei, apropos laut, ne? Also damit pfeife ich gegen jedes Flugzeug an, wenn es sein muss. Wenn mal irgendwie Not am Mann ist, du hast kein Handynetz, das Funkgerät, der Akku ist leer, wie auch immer, keine Batterien weit und breit, Hilfe ist unterwegs, damit kannst du auf dich aufmerksam machen. Ne? Also die ist tüchtig laut, pfeift doch jetzt ein bisschen in den Ohren. Wird dann so wieder reingedreht, also sitzt dann auch absolut bombenfest da drin. Ja, und wenn du dann was grillen willst, ne, dafür ist dann hier dieser Feuerstab dabei. Ne? Ja, jetzt habe ich die Dinge natürlich eingeölt, dann funkt das nicht so stark, aber das ist Magnesium. Die Funken sind bis 3000 Grad heiß, also ne, das heißt, ne, da kannst du also dann zur Not auch noch mal eben Feuer mitmachen. Ne? Also wenn das Feuerzeug
nass ist oder die Streichhölzer nass sind oder so etwas, ne? Einfach hiermit, ne? Oder halt mit dem Messer geht auch, ne? So. Also hier an diesem Feuerstab, der damit dabei ist. So, was haben wir denn noch? Zerlegen wir den jetzt einfach mal wieder, ne? So. Wie gesagt, hier alles mit O-Ringen abgedichtet. Das heißt, siehst du, ist ein O-Ring. Wenn ihr den zusammenschraubt, ist alles, was da drin ist, auch absolut wasserdicht. So, zerlegen wir den mal wieder. Genau. Da kommt uns schon sehr entgegenkommend das Ganze. So. Hier, so. Ja, da ist also auch noch ein Schraubendreher mit dabei. Hier ein Schlitz. Und da der Kreuzschraubendreher. So, ne? Flugzeug ist weg. Ich kann mal wieder ein bisschen leiser reden. Ne? Wollen wir die Stille des Waldes hier auch nicht stören, ne? So. Dann ist noch mit dabei eine Kordel. Moment, wo habe ich die jetzt versteckt? Genau, weil die Kordel, die hatte ich nämlich in die einzelnen Elemente reingeschoben. Ah, da ist sie, genau. So. Moment. Ist ja nicht so, dass wir uns nicht zu helfen wissen hier, ne? So, da ist die Kordel. Zack. Ne? Die ist auch noch im Lieferumfang mit enthalten. Das heißt, wenn euch unterwegs mal der Schuhmann kaputt geht oder so, oder willst du mal die Zeltplane aufhängen, ne? Das ist auch noch mit dabei. Ja, was sonst noch dabei ist, da ist ein bisschen Werkzeug mit dabei. Und was ja sonst noch alles kann, lest ihr unten in der Beschreibung. Ja, der ist ab sofort erhältlich bei Nextforge und im guten Fachhandel. Ich betone, im guten Fachhandel. Und auch da bekommt er die Garantien und alles, was dazugehört. Ja, das war es soweit. Ich baue den wieder zusammen. Wir wandern weiter und ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß. Bis dann. Tschüss.